Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Demolish and Build 2018, dem Abriss-Simulator. In dieser Folge werde ich die Betonkonstruktion auf dem Dach beseitigen. Mal gucken, wie das funktioniert. Wir machen uns mal schnell einen Marker hier und schauen uns die Chose mal an. Holzelemente aufbauen, Holzbarrikanten durchbrechen. Ach du liebe Zeit. Das ist ja jetzt mal ein richtiger Auftrag hier. Das ist ja mal richtig Action. Ja, würde ich sagen, machen wir das doch mal. Würde ich am liebsten mit dem Bulldozer reinfahren, aber... So, Holzelemente aufbauen. Wie funktioniert denn das jetzt? Müssen wir da jetzt mit dem... Nee. Was sind denn unsere Holzelemente? Das ist ja ein sehr interessanter Auftrag. Ah, Moment, was ist das hier? Ich glaube... Um einen Bau zu beenden, musst du damit interagieren, standardmäßig F. Können wir das nehmen? F? F? Nee. Ich nehme mal an, dass wir das mit dem Roboter machen müssen. Ah, Moment, nee. Wir können hier einfach F drücken, okay. Das ist jetzt doch etwas einfacher als gedacht gewesen. Ah, hier müssen wir erstmal wieder alles durchbrechen. Alles schon vernietet hier. So. Nur erstmal hier Durchgang schaffen. Hier noch schnell ein Gerüst aufbauen. Oh, alles für den Abriss vorbereiten. Jetzt langsam wird es ein bisschen komplizierter auch, ne? Das finde ich gut. Am Anfang war es ja doch relativ einfach. Jetzt brauchen wir die Flex einmal, bevor wir hier Stahlträger mit einer Säge schneiden. Jetzt müssen wir mal schauen, wo die Stahlträger denn sind. Sind das die Stahlträger? Nee. Oh. Da habe ich mich gerade erschrocken. Ich wusste nicht, dass es jetzt doch funktioniert. So. Ach ja, hier fällt was nach unten, ne? Bleiben Sie bitte unten fern, ne? Meine Damen und Herren hier aus der Stadt. Nicht, dass sich da irgendwie ein Bauarbeiter verirrt oder so. Dann kriegt er hier einen Stahlträger auf den Kopf. Das wäre nicht gut. So. Einmal... Nächste. Da müssen wir jetzt noch 40 Mal machen. Ja, gibt schon auch spannendere Arbeiten, aber gehört dazu, ne? So, wo sind denn die nächsten Stahlträger, die wir noch wegnehmen können? Hier ist die Konstruktion, die wir abreißen sollen, okay. Mhm. Was ist das denn für eine merkwürdige Konstruktion? Ich glaube, wir können auch gar nicht alle abreißen, weil die hier teilweise hier drin sind, ne, oder? So in diesem Ding verbaut sind. Ah. Naja. Ja gut, wir haben jetzt schon alles für den Abbruchroboter vorbereitet, mit diesen Rampen hier. Dann... Holen wir den nochmal. Und werden den nach oben fahren lassen. Das sind hier Hindernisse, glaube ich, ne? Ein bisschen wie ein Parcours. Dann gucken wir mal, wo hier ein Parkplatz ist. Hier. Und mal schnell den Roboter. Abbruchroboter liefern. Kurz suchen, hier ist er. Da ist das Ding. Ah, müssen wieder die Fernbedienung natürlich nehmen. Sehr klar. Müssen wir einmal. So. Okay. Dann reißen wir mal die Dachkonstruktion da ab. Interessanter Auftrag. Oh. Oh, sorry. Die Wand wollte ich gar nicht mitnehmen. Das wird ja noch spannend hier.
der sich schon so abmüht, aber es geht so einigermaßen. Haben wir natürlich alles berechnet, die Winkel vorher, ist ja klar. Der bohrt immer schon ein bisschen. Uiuiui. War nicht mit Absicht hier, die Löcher in der Wand. Die waren schon da. Oh. Ja, dann nehmen wir mal die Wände weg. Das ist ja, das ist richtig, okay. Genau, so habe ich mir das auch gedacht. Das ist aber echt kompliziert. Ich habe mir gar nicht so kompliziert vorgestellt. Aber das ist ja schon viel Arbeit jetzt hier, dieser Auftrag. Ich hoffe, das wird gut entlohnt. Dann müssen wir. Hm? Oh. Okay. Die Konzentration gefordert hier, aber kriegen wir schon alles hin. Oh, hier geht es wieder nur ums Kaputtmachen. Aber später soll es ja auch noch ums Bauen gehen. Also, das kommt ja dann wohl auch. Ah, wir kommen aber gut voran. Ein Viertel haben wir schon. Oh. Oh. Dann geht's mal weiter. Ja. Müssen wir gleich nochmal die Stahlträger mitnehmen und dann haben wir den Auftrag auch schon wieder abgeschlossen. Wird alles sehr, sehr fix. Die Toiletten waren aber im Prinzip bisher so eines der witzigsten Dinge, oder? Obwohl das mit den Wohnwagen war auch ganz witzig. Da waren einige witzige, kuriose Dinge dabei. Eieieiei. Macht kaputt. So. Ab dafür. Dann auch noch den Kram hier wegmachen. So. Und noch die Wand hier und dann haben wir's. Was für ein Spiel, ey. So. Aufgabe erledigt. Ah, komm, jetzt machen wir die Wände hier noch mit und nehmen das Geld mit. Dann können wir uns nämlich noch am Ende dieser Folge den neuen Bagger kaufen und den können wir dann auch schon in den nächsten Folgen einsetzen. So. Oh, weg. Weg mit dem Scheiß. Komm, dann nehmen wir hier noch den Quatsch weg. Und da vorne ist noch ein bisschen. Ah, Tank ist leer. Komm, nehmen wir das als Aufforderung, die Arbeit mal ruhen zu lassen an der Stelle. Und werden. Da, das ist unsere Flex. Mit der werden wir jetzt die letzten Stahlbetonträger entfernen. Die wir jetzt noch oben ja freigeschnitten haben oder frei gehämmert haben mit dem Presslufthammer. Und ich glaube, der Presslufthammer wurde 1920 oder so, also in den 1920er Jahren erfunden, ne? Monstergerät. Man stellt sich das immer so als Erleichterung vor, aber es muss schon ziemlich hart sein, damit zu arbeiten. Ich habe selbst noch nicht mit einem Presslufthammer gearbeitet, aber es muss schon an die körperliche Substanz gehen.
Also jedenfalls, wenn man es öfter macht. Ah. 30 von 50 haben wir. Ja. Noch einer. Ah. Ich dachte, der Tank ist leer. Geht das Ding wieder los. Hat ihn uns reingehämmert. Ja, noch ein kleiner Bug. Oh. Und die letzten. Der ist hier schon weg. Hier stehen noch ein paar. Das sind aber mehr als. Ah, okay. Wir sind wieder. Ist also auch hier wieder so, dass man noch ein paar extra machen kann. Die mache ich jetzt noch schnell mit. Ist ja keine Arbeit. Ich mache noch ein bisschen Geld dafür. Und dann, wenn wir den hier weg haben, dann können wir Enter drücken, um den Auftrag abzuschließen. Gucken, wie viel Geld wir da am Ende rausgeholt haben. Wir wollen wieder sehr schnell 2200. Naja, ist okay. Einige Baustellen verlangen nach Staubeindämmung. Ah, jetzt habe ich es nicht schnell genug gelesen. Egal. Jedenfalls haben wir hiermit, glaube ich, genug Geld, um uns den Mobilbagger zu kaufen. Wir schauen uns das auf jeden Fall mal an. Gehen wir schnell zum Maschinengeschäft. Wollen wir ein Taxi hinnehmen? Natürlich, wer hat, der kann. Und dann kaufen wir uns das Ding mal, wenn das geht. Wurde nicht erworben, das müssen wir auch erst kaufen. Genau hier. 7500, das ist da super. Das möchten wir kaufen. Ja, und damit haben wir jetzt vermutlich neue Jobs freigeschaltet. Ne, verlassenes Haus. Das werden wir dann als nächstes machen. Aber wir müssen erst noch eine Lizenz machen. Komm, die machen wir noch zusammen in dieser Folge. So. Akzeptieren. Wo ist denn... Ah, da steht das Ding. Gucken wir uns das mal an. So. So. Ziegelsteine der Baggerkralle zerstören. Ich glaube, mit der Baggerkralle. Okay, dann müssen wir erstmal eine Baggerkralle vorne dran machen. Das müssen mal aufgetankt werden. Das machen wir gleich. So, machen wir mit der Baggerkralle hier alles kaputt. Was sind das denn für Motorsounds? Also Leute. So klingt doch kein... Was ist das denn? So klingt doch kein Bagger. Ja, also da müssen sie nochmal ran. Was für ein Sound? Den finde ich störend. Da werde ich nochmal als Feedback einsenden, dass es gar nicht geht, oder? Was sagt ihr? Können wir in die Kommentare schreiben. Also ich finde den ziemlich schrecklich, den Sound. So, Holzwände mit Baggerkralle einreißen, sollen wir auch noch machen. Wo sind denn die Holzwände? Oh, driften kann er auch. Ach, das sind die Holzwände, okay. Vorne die Holzwände noch mit. Okay.
damit haben wir es erledigt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da und schreibt gerne einen netten Kommentar. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.